Am 24. September 1982, liebe Zuschauer, hat der Pumuckl im deutschen Fernsehen ein kleines Missgeschick erlebt. Da ist er nämlich an einem Leimtopf hängen geblieben. Und dadurch ist er sichtbar geworden für zigtausende, ja Millionen, möchte ich sagen, Kinder und natürlich auch Erwachsene, die große Fans dieses kleinen Klabautermanns geworden sind. Und der Mann, der die Hörspielvorlage von Alice Kaut ins Fernsehen gebracht hat und ins Kino vor allem auch, das ist Ulrich König, der Regisseur von Pumuckl. Herr König, wie erklären Sie sich, dass mittlerweile über so viele Jahre und Jahrzehnte der Pumuckl immer noch so eine Anziehungskraft hat, obwohl doch draußen in den Medien alle möglichen elektronischen Spiele als Konkurrenz da sind? Also ich muss mal zuerst sagen, dass ich so ein bisschen zu den Menschen gehöre, die die Spitze des Eisberges sind. Und wie alle Eisberge gibt es unten eine Unmenge von Mitarbeitern, die also wirklich große Leistungen vollbracht haben, die damit dazugehören. Also wenn ich sage, meine ich nicht mich, sondern eigentlich das Team. Okay. Und es war also, das war tatsächlich von mir die Überlegung, Kinder werden schauen. Die sind Pumuckl-Fans. Und wir müssen die Erwachsenen rankriegen. Mhm. Also auch die, die immer nur genervt sind von dem Geschrei aus dem Kinderzimmer. Und das war die große Intention, eine Humorschiene für Erwachsene mit einzubauen, mit Dingen, die die Kinder gar nicht so interessieren. Die schieben das weg, wenn sie es nicht ganz verstehen, sondern ich wollte die Erwachsenen mit ranbringen. Und da war es wirklich so, dass ab der ersten Sendung 2 Erwachsene pro Kind vor dem Fernseher saßen. Und da war man natürlich stolz, dass das funktioniert hat. Also das Verhältnis, ein Kind und 2 haben aufgepasst, dass alles passt. Genau, und dass das auch gefreut. In Ordnung ist. Aber woran liegt es, dass der Pumuckl auch heute noch so gerne Aber dass das auch gefreut. In Ordnung ist. Aber woran liegt es, dass der Pumuckl auch heute noch so gerne geschaut wird? Was naja, die Mentalität Geheimnis? Ist natürlich genial. Also die Alice Kaut hat da nicht erkannt wird, und das ist auch Absicht, das ist eine pädagogische Serie. Mhm. Es geht um Verhaltensnormen. Verhaltensformen und dass man gewisse Dinge nicht tun darf, ohne dass man bestraft wird, in welcher Form auch immer. In welcher Form auch immer, ja. Und das war das, weil das wusste eigentlich jeder. Ich kannte das auch aus dem Kino, wenn zu viel Zeigefinger kommt, dann gehen die Kinder raus oder machen was anderes. Knallhart. Ich habe mal einen Film gesehen, also da sind die Kinder in den Sitzreihen rumgelaufen, haben sich die Perspektiven angeschaut, aber der Film hat sie nicht mehr interessiert, weil sie nicht belehrt werden wollten. Mhm. Das macht der Pumuckl auf eine sehr subtile und angenehme, aber auch wirkungsvolle Weise. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, diesen Stoff zu verfilmen? Wie hat sich das? Wahrscheinlich eine längere Geschichte. Ich werde es mal abkürzen. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, sondern meine Frau. Ich kannte den Pumuckl gar nicht, sondern meine Frau kannte ihn und hat gesagt, also den musst du machen. Und ich dachte, ja, denkst mal schauen. Und dann hat sie bei Bekannten die Schallplatten entdeckt und hat die mitgenommen und ab dem Moment, wo ich die erste gehört hatte, wusste ich, sie hat recht, das muss man machen. Wissen Sie noch, welche die erste war? Nein, nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Nein. Das ist schon doch ein paar Jährchen her. Nein, das ist schon ein paar Tage her, ja. Und dann? Ja, dann passierte so Parallelen, die für mich total faszinierend sind. Ich versuchte, den Pumuckl rechtmäßig zu kriegen, habe auch mit dem BR, mit der Redaktion Familienprogramm schon also gesprochen. Parallel dazu hat der spätere Produzent, unabhängig von uns, versucht, die Rechte zu bekommen. Wir haben es beide nicht bekommen. Mhm. Die Rechte waren weg, die waren beim ZDF. Und 3 Jahre später habe ich für diesen Produzenten in München gedreht. Und der hatte mir eine andere Geschichte von der Alice Kaut vorgeschlagen, die ich nicht so toll fand. Und ich habe zu ihm gesagt, pass auf, was man da machen muss, ist Pumuckl. Und da haben wir beschlossen, wir probieren es nochmal. Und dieses Gespräch hat stattgefunden in einer Wohnung, in der wir gedreht haben, die auf derselben Ebene war wie das Pumuckl-Haus, das wir nicht sehen konnten. Das war also praktisch um die Ecke. Und ich habe dann später, als wir uns für dieses Haus entschieden haben, weil der Ingo Tögel, der Szenenbildner, hat gesagt, das ist das Beste, was ich finden kann, alles andere ist nicht so toll, haben wir lange rumüberlegt, bis wir das soweit hatten. Und beim Drehen wollte ich dann, dass der Alexander Malachowski, der hat die Hörfunk, also Regie gehabt von diesem Pumuckl, dass er mitspielt, weil er auch Schauspieler war. Und der sagte dann, ja, er kennt das Haus schon seit 25 Jahren. Sag ich, wie 25 Jahre? Er ist damals in der Wiedenmeierstraße spazieren gegangen mit der Chefin vom Familienprogramm Hörfunk und die haben reingeschaut und da drin war eine Schreinerei.
Und damit sind sie zu Alice Kaut, die den Pumuckl erfunden hat. Und wir haben 25 Jahre später in dem Haus gedreht, in dem der Pumuckl quasi erfunden worden ist. Nicht zu fassen. Ja, das war ein... Es sollte so sein. Ein meant to be, es musste ja, so ja, sein. Ja. Gustl Beyerhammer, wie sind Sie auf den gekommen? Das war von Anfang an klar. Also alle Beteiligten haben nie über diese Person gesprochen. Okay. Von Anfang ja, an gesetzt. Ich kann nur eine kleine Anekdote noch erzählen. Ja. Also als der Gustl kam, war er Tatortkommissar. Aha. Das heißt, er hatte die Haare hinter, war ein gestandenes Mannsbild. Und ich hatte also richtig Angst, dass der mir zu wuchtig ist. Mhm. Weil wir brauchten ja was Großväterliches. Und dann habe ich, ohne nachzudenken, ihm gesagt, du weißt schon, wer die Idealbesetzung für diese Rolle ist. Da kriegte der als Schauspieler natürlich solche Augen. Und er gesagt, wer? Und dann sage ich, denk mal an das, was dir der Name Dr. Albert Schweitzer sagt. Mhm. Das war dieser Arzt, der in Afrika also tätig war, der so für diese Güte und diese Hilfsbereitschaft stand. Und das hat er ganz schnell begriffen. Und ich glaube, dass ein Großteil des Erfolgs von Pumuckl diese großväterliche Güte und wenn notwendig auch Strenge von dem Gustl Beyerhammer war. Und das macht er perfekt. Ja, der perfekte Meister Eder. Bei uns ist Uli König, erster Regisseur der Pumuckl-Episoden. Herr König, jetzt haben Sie den Pumuckl, der hier auch schon so in meinem Arm schlummert, den haben Sie ja als Zeichentrick gemacht. War das von Anfang an klar, den Zeichentrick zu machen? Weil es gibt ja auch andere Möglichkeiten, so Trickfiguren zu machen. Also es gab drei Überlegungen. Die erste war eine Puppe. Mhm. Da wusste ich, das ist Augsburger Puppenkiste, ist eine andere Geschichte, weil die mit sich selber gespielt haben und nicht mit Menschen. Mhm. Dann gab es die Überlegung Blue Box mit einem Menschen, also Clarin oder wem auch immer, da wusste ich auch, dass das nicht so gut funktioniert. Für mich war ziemlich von Anfang an klar, dass das Zeichentrick sein muss. Und mein Glück war, dass der Produzent, der Manfred Korytowski, mich irgendwann mal gefragt hat, er hat gesagt, also Entscheidung, was machen wir? Puppe, Video, also Mats, Blue Box oder Zeichentrick? Und dann war die Entscheidung Zeichentrick. Der Pumuckl hat sehr charakteristische Farben, dieses Grün, dieses Gelb und dieses Rot. Wer hat die eigentlich bestimmt, dass die so aussehen? Also die Barbara von Jonsen hatte ja verschiedene Kostüme dem Pumuckl gegeben. Und das war eine ganz einfache Überlegung. Die roten Haare waren klar. Mhm. In der Werkstatt ist es brauntönig, das Holz ist braun. Wir haben gemacht, um eine besonders schöne Stimmung zu kriegen, ein gelblich-blaues Licht, das von außen reinkommt, weil man dann so ein bisschen das Gefühl hat, das ist der Geborgenheit. Und da drin ist grün und gelb natürlich optimal. Und dazu kam, dass der Produzent lange Jahre in Brasilien gelebt hatte und natürlich das toll fand, dass wir die brasilianischen Farben einbauen. Aber der Hauptgrund war, dass man sofort sieht in der Totale, wo diese kleine Figur eigentlich ist. Diese Zeichnungen, ich habe gehört, das waren irgendwie über 200 Leute, die da gezeichnet haben. Stimmt das? Also ich hatte in Ungarn ein Dreiviertelstudio blockiert mit 10 Teams. Also das waren 10 angesagte Regisseure, die da gearbeitet haben. Und die hatten ihre Mitarbeiter und das Ganze war dann, da gab es einen Saal mit ungefähr 30 Mädchen, die im Hinterglasverfahren diese auf Folien kopierten Umrisse des Pumuckls dann koloriert haben. Es war, und ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, 1,5 Millionen Zeichnungen. Für diese, und zwar für die erste Staffel, also für die 26 Folgen. Für die ersten 26 Folgen. Ja. Ja, da steckt richtig Aufwand dahinter. Ja. Und auch